Hallo und willkommen zur mittlerweile fünften Folge meines GVG-Tutorials. Heute soll es um ein neues Thema gehen, und zwar um Lebensbalken. Im Grunde gibt es in Forge of Empires vier verschiedene Arten von Lebensbalken, die im GVG relevant sind. Der erste ist der unterhalb von Sektoren. Ich habe jetzt hier mal eine Karte geöffnet, wo die volle Bandbreite der Lebensbalken zu sehen ist. Also ihr seht hier zum Beispiel Sektoren von uns, die zwei Lebensbalken haben. Ein bisschen weiter hier links seht ihr einen Sektor, der zur Hälfte befüllt ist. Hier oben in der Ecke sind welche, die ein bisschen befüllt sind. Ist ein fast vollständig befüllter, und hier sind jede Menge Sektoren, die vollständig befüllt aussehen. Diese Pünktchen sind insgesamt 10, zeigen an, wie viele Verteidigungsarmeen in diesen Sektoren vorhanden sind. Wenn man auf den Sektor klickt, dann sieht man nochmal unter den Verteidigungsarmeen weitere Pünktchen. Jede dieser Verteidigungsarmeen, die hier drin ist, es gibt insgesamt 8 Slots für Verteidigungsarmeen, hat 10 Pünktchen. Übersetzt bedeutet das, sind von der Gesamtanzahl der Verteidigungsarmeen 8 zerstört, geht hier ein Pünktchen an dem Sektor weg. Ja. Es gibt hier ein Beispiel, und zwar der Sektor hier unten, wo Verteidigungsarmeen angeschlagen sind, den ich gefunden habe auf die Schnelle. Und hier sind 6 Pünktchen insgesamt raus. Also der Sektor ist fast vollständig gedefft noch. Es gibt nur 6 Slots, wo jeweils eine Armee zerstört wurde. Hier seht ihr immer noch alle 10 Lebensbalken. Das heißt, die Armeen sind nicht zu Genüge zerstört, dass ein Lebensbalken weggehen würde. Das heißt, es müssen mindestens 8 Armeen zerstört werden, damit ein Lebensbalken weggeht. Ich kann ja mal hier oben reingucken, dann gibt es ja noch ein paar andere, die so ein bisschen angeschlagen aussehen, aber es sieht nur so aus. Es sind einfach weniger Verteidigungsarmeen dort gestellt worden. Hier nochmal gucken, oder hier. Nee, es ist tatsächlich so, es sind da weniger Verteidigungsarmeen gestellt, und deswegen sind auch weniger Lebenspunkte drunter. Aber bei vollen Verteidigungsarmeen, die angeschlagen sind, schwinden dann eben auch die Lebenspunkte hier unterhalb des Sektors. So eine Verteidigungsarmee kann jede Gilde stellen, wenn sie den Sektor erobert hat. Also ich könnte jetzt hier eine Verteidigungsarmee reinstellen, und müsste nur eine Armee auswählen, und dann hätte die Verteidigungsarmee 10 Pünktchen. Das heißt, welche Verteidigungsarmee ich auch immer da reinstelle, die muss 10-mal besiegt werden, damit diese Truppe zerstört ist. Dementsprechend öfter müssen die Truppen besiegt werden, wenn alle Slots voll sind. Und schneller geht's, wenn eben nur eine Armee drin ist. Das ist im Prinzip die Erklärung für die erste Leiste, und zwar die Punkte unterhalb des Sektors. Die zweite Leiste sind die Punkte unterhalb der Verteidigungsarmee. Dann gibt es die Punkte unterhalb der Belagerungsarmee. Und dafür zeige ich euch jetzt mal eben ein Video. Und zwar habe ich hier wieder mal einen Kampf aufgenommen. Wir werden hier gerade belagert von einer anderen Gilde. Und ihr seht, hier ist eine Belagerungsarmee. Steht auch drüber, feindliche Belagerungsarmee. Und die hat eben 10 Pünktchen darunter. Und jetzt geht der Kampf los. Ich versuche, diesen Sektor zu verteidigen. Einmal draufgehauen, zweimal draufgehauen, dreimal. Und ihr seht jetzt, die Lebensanzeige ist um 3 Pünktchen zurückgegangen. Also meine 3 Siege gegen diese Belagerungsarmee hat einen Teil
der Lebenspunkte der Belagerungsarmee zerstört. Wenn ich 10-mal draufhaue, ist die Belagerungsarmee zerstört und damit die Belagerungsarmee erstmal verschwunden. Was ihr hier noch sehen könnt, sind die angeschlagenen Verteidigungsarmeen. Ihr seht, es sind noch alle Slots belegt, aber manche davon sind deutlich angeschlagener als andere. Dieser Slot hier hat zum Beispiel nur noch einen Lebenspunkt, der hier hat noch fast alle bis auf einen. Und ihr seht auch, die Gesamtlebenspunkte des Sektors gehen runter, unabhängig davon, wie viele Slots freigeschaltet sind, sondern es geht nur darum, wie viele Armeen hier noch zu besiegen sind. Da ist noch was zum Zeigen, und zwar ist jetzt hier ein Slot frei geworden. Also eine Belagerungsarmee ist vollständig zerstört worden und dementsprechend ist sie jetzt hier raus aus der Liste. So, und durch meine Kämpfe gehen jetzt natürlich die Lebenspunkte der Verteidigungsarmee runter. Jetzt sind alle Lebenspunkte der Verteidigungsarmee verbraucht. Ich habe 10 Kämpfe auf den Sektor gemacht und dementsprechend ist die Verteidigungsarmee verschwunden. So, das ist der dritte Punkt, die Lebenspunkte der Verteidigungsarmee. Und dann gibt es natürlich noch das, was euch allen wahrscheinlich sehr bekannt ist, und zwar die Lebenspunkte eurer eigenen Armee. Das kennt ihr ja aus allen anderen Kämpfen auch, dass man möglichst immer mit einer unversehrten Armee in Kämpfe gehen sollte, weil sonst ist sie eben leichter besiegt. Aber hier im GVG gibt es da eine Ausnahme. Und zwar könnt ihr angeschlagene Armeen für eure Belagerungsarmee benutzen oder zur Verteidigung eures Sektors. Ihr könnt hier immer angeschlagene Armeen reinstellen. Sofern die drin sind, sind die nicht mehr angeschlagen. Dann haben die volle Lebenspunkte. Das heißt, ihr könnt euch eure noch unversehrten Einheiten sparen für den Angriff. Dort braucht ihr nämlich unversehrte Einheiten. Aber für Belagerungsarmeen, wenn ihr einen Sektor angreifen wollt, dann könnt ihr eben ebenso gut angeschlagene Truppen verwenden, die ihr später dann eben nicht mehr verwenden wollt, weil ihr kämpft und dann natürlich mit voller Kampfkraft reingehen wollt. Das gleiche gilt zur Verteidigung von Sektoren. Was ich euch hier noch zeigen wollte, ist, dass es hier einen Bug gibt. Mal wieder im GVG gibt es ja jede Menge Bugs. Ihr seht gerade, ich habe einen Sektor angeklickt, den 5548. Das ist der hier, der mit der orangen Linie umzingelt ist. Und ihr seht hier, da sind die feindlichen, oder die Überschrift ist feindliche Verteidigungsarmeen. Das ist natürlich Quatsch, weil das sind unsere eigenen Verteidigungsarmeen. Ja? Und ich kann hier auch keine Belagerungsarmee stellen, weil man kann ja nicht den eigenen Sektor belagern. Und dieser Fehler tritt tatsächlich irgendwie manchmal auf. Wenn man jetzt hier ein bisschen hin und her klickt, jetzt ist es korrekt, ja, jetzt ist es meine Verteidigungsarmee und ich kann auch keine Belagerungsarmee hier stellen, sondern jetzt könnte höchstens eine feindliche Belagerungsarmee drin stehen. Aber wenn man hier so ein bisschen rumklickt, ja, klicke ich auf den Sektor einer fremden Gilde, jetzt steht hier eure Verteidigungsarmee. Ja, also das ist ja mal wieder so ein Beispiel für die Bugs im GVG, die leider auch von InnoGames überhaupt nicht gefixt werden. Aber nichtsdestotrotz, GVG ist und bleibt wichtig, eben um in der Rangliste oben zu sein und eben die nötige Aufmerksamkeit zu schaffen, dass eben sich gute Spieler auch bei euch bewerben. Und es macht natürlich Spaß. Und es wäre natürlich noch besser und es würde noch mehr Spaß machen, wenn InnoGames sich mehr darum kümmern würde und das GVG besser warten würde. Aber das ist jetzt hier ein kleineres Problem. Ihr seht ja am Untergrund, ob es euer Sektor ist. Ist der dunkelgrün oder ist der dunkelrot? Ja, das kann man daran relativ leicht erkennen. Ihr müsst nicht auf den Text achten, der jetzt hier steht. Ja. Eine Sache noch. Es gibt noch was zu wissen, und zwar kann man, sofern
eine Armee, eine gegnerische Armee angeschlagen ist, erkennen, was die Armee, um welche Armee es sich handelt. Ich gehe jetzt mal hier rauf, auf diesen Sektor. Hier sind alle verteidigenden Armeen unangeschlagen. Also sie haben volle Lebenspunkte und ihr könnt hier nicht erkennen, um was für eine Armee sich das handelt. Aber hier unten bei diesem anderen Beispielsektor, wo die sechs angeschlagenen Armeen sind, könnt ihr eben bei dem nicht angeschlagenen Slot nicht erkennen, welche Armee es ist, und bei dem angeschlagenen schon. Das ist auch interessant für die Lebenspunkte. Wenn ihr nämlich zum Beispiel auf einem Sektor kämpft mit eurer Gilde und ihr alle Slots angeschlagen habt, dann könnt ihr nachgucken, ah, was sind hier eigentlich für gegnerische Einheiten drin. In diesem Fall sind es immer 8 Sturmpanzer und dann könnt ihr euch dementsprechend eure beste Armee gegen 8 Sturmpanzer aufstellen und dann eben nur mit dieser Armee angreifen. Und dann habt ihr natürlich auch größere Chancen, mit weniger Verlusten daraus zu gehen aus den Kämpfen. Das gleiche gilt natürlich auch für die angreifende Armee. Ihr könnt es nur sehen, um was sich das für eine Armee handelt, also was da für angreifende Truppen drin sind, wenn die Belagerungsarmee mindestens einmal angeschlagen ist. Ja, sonst war es das für diese Folge über die Lebensbalken. Und beim nächsten Mal wird es dann wieder um ein anderes Thema gehen. Ich weiß noch gar nicht so recht, um welches. Aber lasst euch überraschen, es geht weiter um GVG. Und ich werde wieder weiter alle Einzelheiten vom GVG erörtern. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr über das GVG erfahren wollt, abonniert gerne den Kanal. Oder fügt euch meine Playlist hinzu. Die erscheint hier auch gleich am Ende des Videos nochmal. Und schaut euch die einzelnen Videos an. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao!